Ja, sorry. Let's play Crusader Kings mit Emil in der Ansage. Das ist schön, das ist authentisch. Weißt du, wir machen das ja hier nah am Volk. Wo bin ich? Was? Hallo, ich bin Emil, ich bin in der Ansage. für die Menschen, die im Stream zugucken, die vielleicht die YouTube-Videos nicht gesehen haben. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Manchmal erkenne ich, worum es gehen soll, aber in diesem Fall bin ich... Jetzt hältst du mir wieder ein. Das Ding ist, weil ich mit dem gleichen Programm gleichzeitig streame und aufnehme, sehe ich meine Aufnahmedauer nicht. Deswegen muss ich meine Stoppuhr auf dem Handy mitlaufen lassen, damit ich ungefähr die YouTube-Folgenzeit einhalten kann. So, egal. Jetzt machen wir eine spannende Folge. Meine Wikinger kommen wieder. Kann ich weitermachen? Ja, ne? Ich habe weitergemacht. Ja, ich bin hart am Chillen eigentlich. Ne? Warte mal, es reicht. Die müssen nur in freundlichem Land sein, ne? In deinem, glaube ich, vielleicht auch im freundlichen, das weiß ich nicht genau. Gucken wir gerade mal. Nee, hier reicht nicht. Wenn ich die hier aussteigen lasse. Nee, da dürfen die gar nicht hin. Ne? Geht doch mal nach Gotland. Heißt Gotland eigentlich Ziegenland? Oh mein Gott. Ja, weiß ich nicht. Ja, hier können sie zu Plünderichsten werden. Okay, so, und jetzt wird abgeplündert. Ja, ich habe eben vergessen, die vor dem Losfahren zu Plünderern zu machen und das war richtiger Mist. Finde ich auch echt eigentlich nicht cool vom Spiel. Also ich weiß nicht, wofür es diese Mechanik gibt. Also die andere Mechanik, die es ja gibt, die finde ich ganz gut, dass man einen Krieg erklärt und dann erst seine Wehrpflichtigen ausheben darf. Ist jetzt historisch nicht ganz so korrekt, aber das hilft natürlich zu der Spielmechanik. Andererseits, also es wertet vor allem Söldner, stehende Heere und Truppen aus besonderen Ereignissen extrem auf. Also wenn man halt Söldner hat, oder aus diesen lustigen, hey, hier sind deine heiligen Krieger, oder hey, hier sind deine Plünderer, dann ist das total geil, weil man kann mit denen halt sofort in den Krieg gehen. Ansonsten muss man die halt immer erstmal herkarren und ausheben und so. Und das nervt manchmal, aber ich find's okay. Was ich von der Idee her witzig finde, ist, wir haben tatsächlich noch einen dritten Mitbewohner, der ist jetzt mehr oder weniger Geschichtslehrer, also studierter Historiker. Und der hat das letztens noch erzählt, die Idee, wenn... Halt, Moment mal. Oh nein! Hildegard! Hildegard wurde gerade vom König von Bayern gefangen genommen. Von Tassilo dem Dritten. Warum? Achso, weil sie spioniert hat? Man trug mir zu, dass euer Hofspitze Hildegard versuchte, mir über die neuen technologischen Fortschritte in meiner Provinz zu erfahren. Also mehr. Das ist inakzeptabel und um weitere Vorfälle zu verhindern, habe ich sie verhaften lassen. Höchst bedauerlich, kann ich dazu sagen. Das ist nicht. Ich muss mal kurz hier Snacks aufmachen. Entschuldigung. Oh, das stimmt total laut für euch. Entschuldigung. Wahrscheinlich wird es die Hölle, wenn wir die essen. Ja. Und jetzt bietet ihr mir der Frechdachs. An König Jandre. Ihr und euer Haus möget gesegnet sein. Wir bieten euch für die bescheidene Summe von 10 Gold die Freilassung von Hildegard an. Hildegard mag mich aber nicht. Interessant. Hildegard mag mich nicht. Okay, ich lehne das ab. Behalt doch die scheiß Hildegard. So. Tschüss. Es ist meine Konkubine, aber ich entlasse sie jetzt einfach. Jetzt ist sie nicht mehr meine Konkubine und sie ist jetzt einfach im Kerker in Bayern. Das klingt so, als wäre das ein Beruf. Also, ich habe 12 Kinder. Ich glaube, als Konkubine von Jandre dem Schlechten aus Emilien hat man auch einen Fulltime-Job. Naja. Ja, so, also das war's von mir. Mhm. Ich habe eine Konkubine entlassen, weil sie die Frechheit begangen hat, sich vom bayerischen König gefangen nehmen zu lassen. Die Sau. Oder nehme ich doch lieber Ophildre. Ophildre ist lüstern und fett. Nein, die nicht. So. Ja, jetzt habe ich auch Snacks geknuspert. Ich hoffe, das war für euch nicht zu laut. Der eben erwähnte Historiker. Also wir sind ja auch alle schon groß. Also wir führen hier eher eine Erwachsenen-WG aus Kosten- und Freundschaftsgründen. 12. Und ja, der erzählt auf jeden Fall mal, dass das ist ja auch ganz witzig ist, wenn du, keine Ahnung, kommst irgendwo hier aus unserer Gegend und dann eröffnest du ein Missionarskloster in China, dann dauert das halt einfach immer ein Jahr, bis Nachrichten vom Papst bei dir sind. Und damals im Mittelalter. Damals im Mittelalter, ja. Heute ist das vielleicht ein bisschen schneller. Die haben zwar zensiertes Internet, aber die Vorstellung ist halt so geil. Und das ist jetzt halt, ich habe Plünderer losgeschickt, die nicht wussten, dass sie Plünderer sind.
Los, Leute, besteigt die Schiffe, fahrt nach England! Okay. Das ist mir total unangenehm, wenn die meine Schiffe besteigen. Ich stelle mir gerade diese Blinde an mir vor, wie sie das machen, und einer, wisst ihr, warum wir nach England fahren? Ich habe keine Ahnung. Traut sich einer zu fragen? Alter, ich frag den doch nicht. Das ist Ragnar Lodbrok. Dem stellst du keine Fragen, du machst einfach. Wir stehen hier gerade in der Normandie und verhungern. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Das finde ich schön. Ich brauche auch keine scheiß Kinder mehr eigentlich, aber ich finde es lustig, Kinder zu kriegen. Hässlich? Lustig. Achso, können wir weitermachen? Ja. Achso, sorry, ich habe Pause gemacht. Manchmal vergesse ich das. Zackfair hat gefragt, wie wir zu Crusader Kings 2 gekommen sind. Ich tatsächlich über einen Bekannten, bei dem ich das mal... Yay! Meine Konkubine ist schwanger, so ein Dreck. Meine Frau soll schwanger werden. Die ist aber schon 1000 alt, ne? 33, kriegen die überhaupt noch Kinder? Die kriegen Kinder, aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Du bist ein Kumpel, sagst du. Hä? Du warst eben noch bei Video zu Crusader Kings gekommen bist. Ja, das stimmt. Ich habe das bei jemandem gesehen und ich hab halt gedacht so, Alter, was machst du denn da? Das sieht ja fürchterlich aus. So, ne? Das ist schon ein paar Jahre her. Und, bis 35 kriegen Frauen Kinder, zack. Ja, das stimmt. Aber die ist so, ich wollte gerade sagen, die ist so geil, aber die ist, ich habe noch gar keinen Erben, ne? Das ist natürlich Mist. Und meine Konkubinen sind dumm. Dein Reich zerfällt aber nicht. Ich glaube, dein Bruder wird ein Erbe. Also der ist halt ein Wurstkopf. Der ist normal halt. Ja. Wenn du möchtest, kannst du ihn auch ausbilden. Schlag mir das mal vor. Ich gucke gerade, ob es... Weil der ist wahrscheinlich eher schon 15 oder so, oder? Dann macht das auch keinen Sinn mehr. Gibt keine Genius-Frauen. Gibt keine starken Frauen. Nur Grütze auf dem Markt. Gibt halt noch Handkantenhanne, ne? Wenn du irgendwie verheiraten willst. Ja, mein König braucht vielleicht eine neue Frau, ne? Die Handkantenhanna ist aktuell 14. Die ist jetzt von ihrer. Aber dann müsste ich mich scheiden lassen, ne? Ja, das müsstest du. Oder ich könnte sie auch umbringen. Ich bin eh schon bekannter Mörder. Der ist völliger Murks. Kostet mich 11 Gold. Das ist nicht das Problem. Okay. Und ihre Verwandten fänden das doof. Aber die hat halt die ist doch von dir. Du hast doch eh dir so eine Stallfrau geholt, oder? Ich habe eine Stallfrau geholt, genau. Ja, gut, dann heirate ich gleich Handkantenhanna. Vielleicht sollten wir doch mal mit Facecam spielen, das ist nämlich witzig, weil wir gerade, ohne drüber nachzusprechen, uns das Schnapsgetränk nachgeschenkt haben. Mein Marktstädtchen ist fertig, ach, das war auch so teuer. Oh, ich mache jetzt knapp Minus, obwohl ich so eine große Armee ausgehoben habe, das ist aber nicht schlimm. Cool, alle halten mich für einen geilen Typen. Das ist echt krass, also meine Leute mögen mich nicht so, wie es bei dir ist. Wie schnell ich den Laden hier ausplünder, das ist ja ein schlechter Witz. Ich bin der reinste Plünder, Franz. Ja, ich habe es auf jeden Fall bei einem Bekannten gesehen, das Spiel so, um es jetzt endlich mal weiter zu erzählen. Und ich habe gedacht, so, boah, das ist ja so ein Unsinn, ne? Also es ist ja wirklich nicht, das ist ja das höchste der Gefühle, was man in diesem Spiel sehen kann, so. Und, oh, cool, alle lieben mich. Hab gedacht, so, Mann, das ist ja wirklich nicht so cool. Und dann hat er mir grob erklärt, wie das funktioniert. Und der war gerade dabei, irgendwie durch eine reine Heiratsintrige irgendwie ein Land zu erobern. Was ich voll geil finde. Du heiratest halt und irgendwann kannst du den Herrscher umbringen und du bist halt sein Erbe. So habe ich schon mal das Heilige Römische Reich geerbt. Das ist ganz schön spaßig. Ja, und ich fand das halt total abgefahren. Weil das habe ich euch ja irgendwie in einem Video vorher schon mal gezeigt, dass halt wirklich alle Charaktere in dieser gesamten Welt, egal, ich kann hier irgendwo in Indien einen Typen anklicken und mir seine Vasallen angucken und mir den Vasallen angucken und der hat halt eine Meinung über mich, so, ne? Vorrangig halt findet er, dass ich ungläubig bin. Oh, was hier passiert? Moment. Ich habe einen Sohn bekommen, endlich. So, okay. Ach, meine Konkubine hat ein Kind gekriegt, der ist einfach nur ein Bastard. Also nein, der ist ein Sigurdr. Der heißt, Lustsohn, wenn er ein Bastard ist, würde ich vorschlagen. Dann heißt er Lustfranz. Oh, krass. Ich habe was festgestellt. Es ist eigentlich relativ günstig, ein Königreich auszurufen.
Ich habe gerade die ganzen Sachen ausgebaut, aber sobald meine Plünderer das nach Hause kommen, rufe ich das Königreich von Dänemark aus. Echt? Mhm. Du wilder Specht. Ja, auf jeden Fall fand ich das so faszinierend, dass das in einem Spiel geht, ne? Dass das alles so hart durchsimuliert ist. Wir haben einen neuen Zuschauer, das ist ja abgefahren. Nein! Oh, stopp, weg. Ja, da kommt Karl der Große und möchte dich ficken. Ja, da bin ich gegen. Karl, ich mag dich gern, das hat nichts mit dir zu tun, aber mehr so eine persönliche Sache. Okay, dann packen wir uns hier ein paar Engländer. Oh, König Karl der Löwe heißt der in diesem Spiel aktuell. Ich wüsste gern, warum meine Frames hier gerade so einbrechen bei so einem, bei einer Excel-Tabelle. Ihr könnt ja ausnahmsweise sogar meine Frames sehen, weil ich es gibt noch, das Fenster aufnehme. Ich kann dir noch einen Hinweis geben, was immer hilft, wenn du sowieso größere Herrscher angreifst, Franz. Und zwar, er hat gerade keinen anderen Krieg. Keinen einzigen. Du bist der einzige Feind, den er aktuell hat. Und dadurch sind seine Truppen, glaube ich, schnell zusammenzubekommen, um gegen so einen kleinen Norweger Schweden vorzugehen. Hm? Jemand hat im Chat gerade einfach nur kommentarlos geschrieben, Karl ist eine geile Sau. Ja. Also, das ist auch übrigens, also von wegen, wir haben schon viel über den DLC Karl der Große geredet. Diese Rollenspielelemente, die sowieso schon so ein bisschen veranlagt sind, die sind in diesem CR noch sehr schön gemacht. Man kann halt so dieses Erobererleben von Karl dem Großen spielen und dabei noch Entscheidungen treffen. Also, soll jetzt hier sein Sohn, wo ist er denn? Pippin der Kurze heißt er, glaube ich, in der Geschichte. Also in der Realgeschichte. Und hier heißt er jetzt Pippin der Bucklige, weil anscheinend hat sich KI Karl der Große nicht dafür entschieden, ihn als Erbe zu legitimieren. Er ist ein Bastard geblieben. Und das sind alles Entscheidungen, die man auch treffen kann, wenn man das ja im Singleplayer spielt. Oder auch, wir hätten auch im Multiplayer spielen können, einen mit Karl den Großen, aber das wäre relativ bescheuert gewesen. Und das finde ich auch sehr geil. Also mit den DLCs kommen auch immer wieder ganz neue Elemente, was so die Spieldynamik angeht. Oh mein Gott, habe ich wieder viel Geld geholt. Oh. Ja, ulala, ein bisschen. Ulala. Ja, das ist immer, ich plündere immer mehr Geld, als auf mein Schiff eigentlich passt. Wie traurig. Geht das? Ja, klar geht das. Also, oh, dann muss ich jetzt gleich mal aufhören. Also, ich kann nur 100 Mark mitnehmen. Ja. Jedes Schiff kann nur 10 Mark mitnehmen. Genau. Ich habe gerade Sussex geplündert, also Arundel, Chichester und Lewis habe ich alles abgebrannt. Ich habe hier die komplette, ich habe die, ist das die Normandie hier? Ich kenne mich da nicht aus. Das ist die Bretagne. Normandie ist ein Stück weiter östlich. Ja, du hast recht, Zerquer. Es kommt bald ein neuer DLC. Weißt du, was der macht? Und Mr. Tuny hat gesagt, er hat schon lange nicht mehr so viel gelacht wie heute. Das freut mich sehr. Das freut ist tatsächlich auch. Unsere Aufgabe. So, liebe Brüder, ich rufe das Königreich Dänemark aus. Moment, warte, lass mich kurz. Ja. So, wir haben Pause gemacht. Kannst du das jetzt machen? Dieser Titel wird euer Prestige um 400 erhöhen. Er kostet 200 Gold und 200 Pietät. Habe ich doch in der Portokasse. Zack. Dänemark. Da muss man das. Soll ich weitermachen oder? Mach ruhig weiter. Da muss man dazu sagen, Emil ist immer. Das ist auch immer reicher als ich. Schulde die übrigens auch noch 22 Mal. Ja, ja. Ja, die werden jetzt langsam teuer, wenn du die bezahlen willst. Oh, was ist hier los? Oh. Ein Sackpfeifenkönig will unabhängig werden. Am Arsch wirst du unabhängig. Lass mich nicht erpressen. Ich hoffe, der hält jetzt die Füße still. Och, er hat eine Revolte im Unabhängigkeitskrieg ausgerufen. Moment. Wie viel Mann hat der? 286 Mann, Alter. Dafür hebe ich doch nicht mal Truppen aus. Willst du mich verarschen? Was ist denn da los? Was ist denn dein Problem? Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. So, dafür hole ich nicht mal meine Plünderer nach Lause. Was zum... Meine Plünderer nach Hause, ich kann nicht richtig reden. So, wie sieht's aus hier mit Cash? Oh, Cash ist fast voll. Plündern ist ja so eine geile Mechanik, ne? So, wir sind voll. Vielen Dank. Wir brauchen mehr Schiffe. Ich bin gütig geworden. Ich habe es satt, immer gütig zu allen zu sein. Nein, ich bin nicht mehr gütig. Mein Zorn soll dir schmecken. Okay. Na gut. Ah, ich glaube, das müssen wir gar nicht so weit fahren. Hm.
Oh Gott. Das Blöde ist, der alte Fred war auch mein Marschall. Können wir das jetzt haukeln? Oh, ich habe ein geiles Ereignis. Ich bin ja Jäger aktuell. Warum bist du der Schlechte? Das bin ich schon die ganze Zeit. Okay. Also mein aktuelles Ereignis ist das folgende. Ihr verbringt Wochen in der Wildnis und sucht nach einer Spur eurer Beute, aber ohne Erfolg. Ihr findet jedoch großen Erfallen an eurem Aufenthalt in der Wildnis. Die körperliche Betätigung führt dazu, dass ihr euch stärker fühlt. Ich bin jetzt stark. Cool. Ich habe gerade einen eigentlich nur vererbbaren Dingens gewonnen. Ach krass, durchs Jagen? Ja. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Okay, es geht weiter. Zagfer, du meinst, wenn ich Sachen belagere, dass ich die auch durchziehe? Ja, ich habe ja, also ich habe jetzt ja 100 Gold auf dem Schiff, also das wird ja schon noch geplündert hier. Das siehst du ja hier. Du meinst, dass ich den Typen gefangen nehme, oder was meinst du? Naja, dass du die Mauern brichst und so. Aber dafür hast du, glaube ich, zu wenig Männer mitgebracht. Ah, Mr. Tuny hat Far Cry zum Laufen bekommen. Also müssen wir kurz hier unser Gold abgeben. Nein, Franziska ist gestorben. Oh, weil ich sie nicht verheiratet habe wahrscheinlich. 100 Gold, 100 Prestige, vielen Dank. So, der Kollege, der jetzt glaubt, dass er aufständisch sein müsste, ne? Kriegt jetzt einfach mal hart einen ins Gesicht. Jamtland, 14. November, 13. Handy, okay, die packen wir uns. Okay, ich bin bald 60, das heißt, ich sterbe bald. Boah, die kann man eigentlich dann auch auflösen. Los, ey. Muss ja hier Unabhängigkeitskrieg führen. Mit 280 Mann ist er der Meinung, er müsste einen Unabhängigkeitskrieg führen. Was ist denn sein scheiß Problem? Hat er das wirklich alleine ausgerufen? Hm? Das ist witzig. Er hat keine Verbündeten. Das ist die franzinesische Revolte, aber er ist alleine. Er ist eins im Trottel. Ich hoffe, der geht jetzt in den Knast einfach. Ja, das stimmt, das ist, Oh, meine Gattin ist was? Nee, meine Konkubine ist schwanger, verdammt. Oh, wir wollten ja noch uns von meiner Frau trennen, ne? Wir wollten uns von meiner Frau trennen. Wie alt ist denn das Töchterchen, das ich eigentlich heirate? Oh, scheiße, ich habe zu viele Soldaten. Das klingt bescheuert, aber ist so. Was? Handkarten Hanna ist jetzt volljährig. Ich habe sie 14. Nee, aber. Ja, die will ich heiraten. Ja, ich habe sie 10 Jahre lang von einem Goldvermehrer ausbilden lassen. Sie wurde hinterlistiger Schurke. Okay. Die hat nichts. Aber ich muss ganz kurz, ich muss, weil wir jetzt gerade live spielen, ich muss kurz das unterbrechen. Ich habe gerade eine SMS bekommen von einer mir unbekannten Nummer. Ja. Da drin steht. In Großbuchstaben. Herzlichen Glückwunsch! Mediamarkt, 500 Euro. Der Hauptgewinn der Endauslosung wartet auf Sie. Klicken und ansehen. Das klingt voll seriös, mach doch. Ja, krass. Übelst Glück gehabt. Übelst. Oh, habe ich gelöscht jetzt aus der Nachricht. Man kriegt ja sonst auch nie SMS. Ja, aber kann ich die trotzdem noch heiraten? Klar, kannst du sie heiraten. Die ist frei. Sie, aber, also, kannst halt mal gucken. Das ist das dritte Kind von mir. Ja, ich guck nur gerade mal. Das ist geil, da stand gerade. Okay, Tobi sagt, er hat die SMS auch gerade, also letztens gekriegt. Vor 2 Wochen. Ach guck mal, dann haben wir unser Delay ist jetzt auch relativ gering, wenn ich das. Haben wir zufällig noch gute Frauen? Ah, ich mach mal erwachsen, beliebig. Heißt das wirklich Genius? Ja. Okay, und dann gibt's mit noch E, stark, ne? G-E-N-I-U-S. Mit G, nicht mit P, wie Penius. Ja, Penis kannst du auch suchen, findest aber nichts. Ja, nee, ich heirate die jetzt, dann muss ich mich von meiner Alten trennen. Das tut mir leid für sie, aber. Also, sie hat einen. Kannst du sie umbringen? Deine Frau? Ja. Also, ich habe 35% Verschwörung, deswegen ist es Mist.
Ich habe 22. Okay, das ist Mist. Da muss ich mich leider von ihr scheiden lassen. Soll ich dir Geld leihen? Nö, ich habe 106. Alles gut. Okay. Ja? Was geht? Wieso habe ich jetzt eine neue Gattin? Sofort? Einfach direkt? Ich habe mich scheiden lassen, aber sie wird noch als meine Frau angezeigt. Also bei mir bist du ohne Ehefrau. Okay, dann ist das nur ein Anzeigefehler. Die ist jetzt einfach nur noch meine Hofspitzelin. Oh, die mag mich noch gerne. Also, wir haben uns im Guten getrennt. Wir haben uns auseinandergelebt. An Kanten, Hanna. Hallöchen. So. An Kanten, Hanna ist meine neue Frau. Es geht jeden an. 10 Gold möchte ich auch noch mitnehmen. Vielen Dank. Der hat erstmal Prestige geguckt. Oh, ich kann eine Stammesarmee rekrutieren. Ja, das kostet 500 Prestige und gibt dir 2.500 Leute. 2.500 Mann, krass. Aber die verschwinden, sobald der Krieg vorbei ist. Ja, okay. Das ist halt ein Problem. Oh, ich könnte einen Runenstein in Auftrag geben, aber das lohnt sich jetzt noch nicht. Ich bin noch zu jung. So, haben wir den Laden, den Krieg jetzt hier endlich mal... Oh, das nervt ja so, ne? Wieso haben die denn so viele Männer da stehen? Das nervt doch einfach. Wo ist denn der überhaupt? Wo bin ich? Wo habe ich denn meinen Typen stehen hier eigentlich? Der ist im Wärmerland, um Sachen zu verbessern. Kann ich mir den nicht anzeigen lassen? Da, ne? Zu Ort gehen. Warum habe ich das gemacht? Weil der Typ... Der liebt mich doch über alles. Das ist doch Mist. Das ist schon noch von meinem Vater. Ich liebe dich. Alle finden mich gut. Kannst du auch was anderes machen, Kollege? Du kannst dir einen Feind suchen und Zwietracht säen, aber das. Ich kann Ansprüche fingieren, einfach mal hier in einem anderen Land. Ja, das geht natürlich auch, kostet halt immer Geld, ne? Und Prestige. Ah, nicht schlimm. Gehen einfach mal hier auf die andere Seite, wir packen uns jetzt gleich mal so rum. Aber die, obwohl die kann ich eh überfallen, ne? Ja, du kannst Leute fremden Glaubens immer überfallen. Hm. Wäre das Jamtland eigentlich schlauer gewesen. Oh, ich habe jemanden eingekerkert. Das dauert so lange, immer diese Kriege zu gewinnen, ne? Ja. Mein lieber Freund Siegerik der Wahnsinnige. Oh. Meine alte Konkubine ist gerade im Kerker gestorben vom bayerischen König. Boah, Schmuggler haben den belagerten Essen verschafft, das ist ja ein Skandal. Alle hinrichten. Oh, heieiei, die Folge ist schon wieder zu Ende. Liebe Leute, ja, hier ist gerade hart Krieg. Hier ist alles am Brennen. Also hier brennt nichts. Hier ist so ein kleiner Pansen, der irgendwie der Meinung ist, er müsste sich gegen den mächtigen Ragnar auflehnen. Was natürlich totaler Quatsch ist. Emil ist mittlerweile König von Dänemark. Schwer-Dänemark. Schwer-Dänemark. Wie heißt es? Was ist Danmark heißt es nicht? Ich hab's vergessen. Ich nenn's gleich noch. Oh, Moment, ich habe eine Tochter bekommen. Ist aber wieder eine Konkubinentochter. Deswegen heißt die Flumpi. Was? Okay. Was? Deswegen heißt die Flumpi. Du bist ein böser Mann. Es geht in der nächsten Folge weiter.